Guten Tag. Hier eins meiner Lieblingsautos. Persönlich, muss ich wirklich sagen. Sie sehen hier einen limitierten 2005er Ford 911 Turbo S Cabriolet. Eins von 960 Einheiten weltweit. Wie schon zuvor häufiger beschrieben. Ich glaube, wir haben so um die 15 Einheiten mindestens vermittelt. War das der Höhepunkt der Baureihe 996. Die erste wassergekühlte 911er Reihe von Porsche. Und im letzten Jahr, im Jahre 2005, kam dann der Turbo S raus. In einer limitierten Anzahl. Es gab auch noch mal 600 Coupés. Hier in einer wunderschönen Farbe. Das ist GT Silber Metallic. Das GT Silber Metallic war eigentlich zunächst nur erhältlich für den Carrera GT und für den 2004er Porsche 911 40 Jahre Jubiläumsedition. Eine wirklich schöne, seltene Farbe. Fahrzeug ist sehr original. Zuvor ein kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug wurde erfolgreich, unabhängig, vorinspiziert im fernen, warmen und trockenen Kalifornien. Genauer gesagt San Francisco. Und dann nach dem Kauf hierher transportiert. Bei Ankunft haben wir eine Handwäsche vollzogen, machen detaillierte Fotos und heute nun das Video. Schauen wir kurz auf den Motor. Der Turbo S hat ja auch den 3,6 Liter Boxer Turbo Motor drin, aber er hat ein Leistungssteigerungspaket serienmäßig, das X50, das ist ein 996. Klingt das sehr gut. Auch interessant, dass man alles so reinkriegen kann in so einen kleinen Motorraum. Ne? Ja, somit hat der Wagen 450 PS. Außerdem hat das Fahrzeug Keramikbremsen, gelbe Bremssättel. Ist natürlich voll ausgestattet. Lederschwarz. Ich muss sagen, bei Silber gibt es wenig Farben, die mir innen besser gefallen als schwarz. Eigentlich keine. Rot, nein. Beige, nein. Blau, nein. Verdeckschwarz, passend. Gehen wir ins Innere und sehen, oh graus, Tiptronic. Nein, das ist eine sehr gute Automatik. Die Automatik wurde später im 997 auch installiert und eignet sich bestens zum Cruisen. Das ist eine Tiptronic, das heißt, ich kann auch hier die Gänge manuell am Lenkrad schalten. Dann schön ist natürlich, wie gesagt, das schwarze Leder. Die Mittelkonsole lackiert in Wagenfarbe. Das Fahrzeug hat das PCM, hat PSM, eine Mehrzonen-Klimaautomatik, Sitzheizung, Regensensor. Hier alles in Weiß, die Instrumentierung gehalten und sehen wir die Laufleistung. 28.495 Meilen, also klar unter 40.000 Kilometer für ein Auto, das nun 13 Jahre alt ist. Und das spiegelt sich auch wieder im Zustand, die Laufleistung, das ist ja immer so. Zwischendurch ging auch einmal das Dach auf. Schauen wir mal noch in den Kofferraum. Nochmal rundum mit offenem Dach. Also auch das elektrische Verdeck funktioniert einwandfrei. Und auch hier ist alles da. Da haben wir dann das Windschott, den CD-Wechsler. Und unter dem Windschott befindet sich ein Ersatzrad-Werkzeug. Kann man auch alles sehen. Bevor ich es vergesse, natürlich auch noch wichtig, gerade für unsere deutschen Käufer, das Fahrzeug kommt mit allen Papieren, mit allen Handbüchern. Und vor allen Dingen, wo haben wir es denn?
ganz am Ende wie gewohnt das Maintenance-Heft, das Service-Heft mit Stempeln. Und hier ist auch der Option-Sticker drin. Das ist sehr schön gemacht. Das Fahrzeug hatte drei Besitzer, war bei Porsche. Das war sogar mal CPO-Certified. Das heißt, die Garantie wurde kostenpflichtig von Porsche verlängert. Dieses Fahrzeug ist vor allen Dingen auch in der Preiserzielung proportional ein sehr guter Deal gewesen für unseren deutschen Käufer. Und wir, das Team von Schoner Autobrokers, wünschen Ihnen damit allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen in Deutschland. Da wir uns nun hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es dann professionell in einem 40-Fuß-Container in Consignment verpackt und geht dann auf seine Reise nach Bremerhaven. In Bremerhaven übernimmt dann der Umrüster und macht dort die Homologation und TÜV für dieses Fahrzeug, damit sie dann in Deutschland im Sommer schön fahren kann. Vielen Dank.